Moin Leute, willkommen bei Comic Inn, willkommen bei der nächsten Comic Inn Shopping Tour. Ich dachte eigentlich, das wird sich noch ein bisschen ziehen zeitlich, bis die nächste Shopping Tour ansteht, weil ich hier immer nur so drei Heftchen rumliegen hatte. Allerdings war ich heute spontan im Comic Room Hamburg und habe da ein paar neuere Sachen gekauft. Gleichzeitig kam hier der nette Postbote, diesmal hat er einen guten Job gemacht und hat mir ein paar US-Hefte in den Briefkasten gelegt. In diesem kleinen US-Paket war zum Beispiel Catwoman 54. 1 von 1 heißt, wir haben es hier mit einem One-Shot zu tun. Das hier ist die Catwoman-Serie aus den 90ern, die auch bei Dino abgedruckt wurde, beziehungsweise da hat Dino einen sehr guten Job gemacht und zumindest zu den Events immer Catwoman gebracht. Auch in den Time-Warps, wenn ich mich nicht irre, wenn es so langsam mal auf ein Event zuging. Und das hier ist von Februar 98. One-Shots sind eigentlich nicht so mein Ding, aber da ich jetzt nach und nach diese 90er Catwoman-Serie vervollständigen will, weil das hier mit Abstand meine Lieblings-Catwoman ist, das Outfit, mit dem bin ich bezüglich Comics groß geworden. Die Serie ist hammergeil, deswegen will ich sie vervollständigen und da gehört das einfach zu. Natürlich hat zum Beispiel Nightfall Priorität, allerdings, wenn ich dann mal so ein Catwoman bei eBay für 1 bis 2 € finde, dann kann ich da nicht Nein sagen. Dann haben wir direkt im Anschluss die Nummer 55. Wieder ein One-Shot. Und für kundige deutsche Leser aus den 90ern bzw. frühen 2000ern könnte dieses Cover, denen könnte dieses Cover bekannt vorkommen. Das hier ist eine etwas hellere Version von damals hieß es Batman präsentiert, Nummer 1. Das war irgendein Arkham-Tie-In zu Inferno. Beziehungsweise da war auch ein Catwoman-Tie-In drin, aber Arkham stand, glaube ich, sogar als Banner drauf. Und da hatte man dieses schöne Cover hier als Variant gewählt. Dieses Variant hatte sogar ein Relief, also man konnte das nicht nur in Nightfall in den USA. Nein, Dino hat das auch mal ausprobiert. Ich fand es auch ganz schön. Das Cover war noch deutlich schwärzer gehalten, beziehungsweise, ja, schwärzer ist schlecht, ne? Schwarz ist schwarz. Da gibt es keinen Schwärzer. Es war sehr dunkel gehalten. Und ja, es war man, wenn ich mich richtig erinnere, knapp ein Zehner wert, ist dann allerdings jetzt in letzter Zeit ein bisschen im Preis gefallen und daher auch relativ erschwinglich. 55, zweiter One-Shot und ich gehe über zur 61. Ja, man merkt, ich habe gerade nur hohe Nummern hier am Start. Sonst habe ich auch nur, also wirklich als US-Heft Catwoman die 50, glaube ich, weil ich die mal billig bei Facebook gesehen habe und ja, sonst habe ich halt nur die Veröffentlichung in den Dino-Heften, die deutschen. This looks like a job for. Hier die Anspielung meiner Erwartung nach an Clark Kent, wie er zum Beispiel in die Telefonzelle rennt. Und dann kennt man ja das Bild, wie er den Mantel abstreift, den Hut wegwirft und die Sonnenbrille einpackt. Ich denke, das haben sie hier sehr schön auf Catwoman projiziert. Was uns diese Geschichte erwarten lässt, es ist ja diesmal kein One-Shot, weiß ich noch nicht. Aber auch hier gilt wie immer mein Prinzip, erst die Reihe vollständig haben und dann kann gelesen werden. Was ebenfalls mehr oder weniger zu der Reihe gehört, ist Catwoman Annual von 1997 unter dem Banner Pulp Heroes. Da habe ich jetzt bei eBay noch andere Annuals auf Beobachtung. Starman hatte noch eins, glaube ich, Nightwing und lasst mich wirklich lügen, Azrael. Bin mir aber nicht ganz sicher bei Azrael. Auf jeden Fall habe ich auch auf die geboten. Ich weiß überhaupt nicht, was es damit auf sich hat. Das habe ich wirklich nur genommen, weil es der gleiche Verkäufer auch im Angebot hatte. Sieht aber ganz interessant von innen aus. Tales of the Unexpected steht noch drauf. Ich habe noch nie von diesem Pulp Hero Ding bei DC gehört. Lass mich da komplett überraschen, wenn es dann soweit ist. Aber das Cover ist ganz cool. Schaut es euch mal an. Ein Mumie im Hintergrund, Catwoman natürlich in meinem Lieblingsoutfit. Sehr schön. Dann, wie ich überhaupt auf diese Catwoman-Hefte gestoßen bin. Ich habe bei eBay eigentlich nach Batman gesucht und da ist mir dieses schöne Heft untergekommen. Batman und Phantom Stranger. Das ist sogar in einem US-Prestige-Format, was ich ganz schick finde. Die Zeichnungen sehen auch klasse aus. Da zeige ich euch jetzt mal einen Einblick. Gebt mir ein Sekündchen. Jo. Ja, es blendet ein bisschen. Es sieht alles sehr düster aus, auf jeden Fall. Ja, jetzt das gerade nicht vielleicht. Ja, hier. Erinnert mich ein bisschen an Sandman, komme ich nachher zu. Also alles in einem sehr, sehr düsteren Ton. Und mir hat es eigentlich bisher immer gefallen, wenn der Phantom Stranger auftrat.
Das ist aber alles schon ein bisschen länger her, was ich von ihm gelesen habe, wo ich mich noch nicht so gut mit der Materie auskannte. Für mich war das immer eine große Unbekannte, bis ich jetzt allein durch das breite Wissen ein bisschen dazu gelernt habe. Ich fand die Auftritte immer interessant. Ich wusste nie, was es mit diesem Wesen auf sich hat. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was in dieser Story abgeht. Ich glaube, das ist nicht in Deutsch erschienen. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Eigentlich bin ich, was das angeht, ja immer ganz fit und es kommt mir auch irgendwie bekannt vor, aber ich glaube, das gibt es nur in US. So, das hier kommt später. Dann Comic Room Hamburg. Grabbelkiste. Grabbelkiste Heldenära Avengers Nummer 3. Für 2 Euro dachte ich, nehme ich mal mit. Ihr wisst, ich bin kein großer Marvel-Leser, allerdings die Events, die nehme ich ja in der Regel mit. Und das hier war das letzte Event, was ich nicht mitgenommen hatte. Die Heldenära, da hatte ich auch fast gerade angefangen mit neuen Comics kaufen, allerdings war da meine Priorität auf Deadpool klar gesetzt. Deswegen habe ich auch die Deadpool-Ausgabe zur Heldenära in der coolen Panini-Serie von 2011, ist es glaube ich, ne? Die Serie war echt gut bei Deadpool und auch der Tie-In war klasse. Alle Tie-Ins waren klasse in der Serie. Das Event an sich besitze ich aus der Hachette Collection, habe ich aber noch nicht gelesen. Und ja, ich denke, für 2 Euro kann ich das mal mitnehmen. Abgedruckt sind hier drin Avengers 3 und New Avengers 3. So, dann ein Shoutout an den Außenseiter 61. Mit dem habe ich gestern noch geskypt ein Stündchen lang. Ein bisschen über Comics gequatscht und da meinte er, jo, was hältst du von Batwoman? Und ich dachte mir erst so, ja, jo, fuck, jetzt wo er es sagt, von Batwoman habe ich eigentlich gar keine Ahnung. Dann war ich heute im Comic Room Hamburg und habe mich an seine Worte erinnert, dass sie doch ein ziemlich interessanter Charakter sei und ganz cool und alle Stories wären sehr gut lesbar. Und dann habe ich den hier gesehen. 100% DC, ich meine, da kann ich sowieso schlecht Nein sagen. Ihr kennt meine kleine Abhängigkeit bezüglich dieser Serie. Batwoman, das fällt auch in meine Anfangstage, was Comics betrifft, also zumindest neue Comics. Die Story heißt Das Klagelied der Fledermaus. Und weswegen ich dann auch wirklich zugegriffen habe, hier drin sind abgedruckt US Detective Comics 854 bis 860. Also ich hätte niemals erwartet, dass dieses Batwoman-Ding, ich hätte gedacht, es wäre ein Standalone, aber ich hätte nicht erwartet, dass es wirklich innerhalb der Detective Comics veröffentlicht wurde in den USA. Deshalb bin ich sehr gespannt. Es passt perfekt in meine Reihe, in meine Sammlung. Wie sie da einfach, ich denke mal, sie lassen Batman mehr oder weniger raus und geben Batwoman wirklich mal eine Fläche. Wie gesagt, ich kenne den Charakter nicht. Sie heißt Catherine Kane. Nicht Kane wie Cassandra Kane, Batgirl. Hätte ich jetzt erst gedacht, aber als ich dann gelesen habe, wie man es schreibt, sieht man es, da ist es dick gedruckt. Hier habe ich noch nie von gehört von der Person. Dementsprechend sehr gespannt und ich freue mich auf das Ding. Werde das aber auch erst im Rahmen des Grant Morrison Runs lesen, weil es einfach chronologisch da reinpasst. Das waren, denke ich mal, so die interessantesten Dinge. Das heißt jetzt nicht, dass ihr abschalten sollt, aber jetzt kommen wir in neuere Gefilde. Und da habe ich am Start Aquaman 1. Aquaman 1, warum? Ich war eigentlich schon immer relativ heiß auf die Serie, bin aber irgendwie auch nie dazu gekommen, sie mitzunehmen. Am Bahnhof in Hamburg, da gibt es eine Kiste mit New 52 Paperbacks und irgendwie liegt da immer die komplette Aquaman-Serie drin. Und jetzt wurde es Zeit, dass ich die blöde Nummer 1 mitnehme. Was heißt blöd? Sie ist wahrscheinlich richtig, richtig stark. Besonders auch, weil ich gerade Booster Gold gelesen habe. Da folgt bald die Review zu von Geoff Johns. Und hier hat man, na, wo steht's? Ebenfalls Geoff Johns. Wer Geoff Johns kauft, der erwartet auch Geoff Johns und der bekommt auch in der Regel Geoff Johns. Ich freue mich sehr auf seine Interpretation von Aquaman. Den Peter David Run, den habe ich auch teilweise, auch noch nicht ganz komplett, aber hauptsächlich die Eventhefte, was mir immer so am wichtigsten ist. Und ich bin gespannt, ob er mit dem Aquaman mithalten kann, weil der war schon ziemlich geil, besonders im Rahmen der Justice League, die ich damals komplett weggelesen habe, bei Dino. Und jo, ich hoffe, er kann mithalten. Aber was ich so gesehen habe, besonders die Unterwasserwelten, die Interpretation von Unterwasserwelten in Comics, die haben mich bisher
immer weggeflasht, wirklich. Dann, ja, wir kommen wieder zurück an den Anfang des Videos, mehr oder weniger. Catwoman Band 9 ist das, jo. Das hier ist die Finalausgabe zur New 52 Serie von Catwoman. Band 7 und 8, da wurden wir in Catwoman Eternal entführt, was aber keine eigene Heftserie war, sondern eher eine Unterstory in der normal monatlich laufenden US-Serie von Catwoman. Das hier bildet nun den Abschluss. Ich glaube, hier hat man die US-Hefte 48, 49, 50, 51, 52, so um den Dreh drin. Und damit ist Catwoman zu Ende. Ich weiß auch noch nicht, ob es von ihr Rebirth-Hefte gibt. Ich hoffe es mal, denn Catwoman ist wirklich, wie ihr vielleicht vorhin auch gesehen habt, einer meiner absoluten Favorites. Man sieht auch, was mich persönlich sehr freut, Killer Croc hinten drauf. Wuhu! Killer Croc natürlich, Hashtag Lieblingsschurke, ihr wisst Bescheid. Dann, ja, komm, nehmen wir mal Batman 52, brandneu. Unter dem Titel Bruce Wayne ist wieder Batman. Schöne Sache, finde ich. Bruce Wayne ist der Batman für mich. Ich kann mir eigentlich auch keinen anderen vorstellen auf längere Sicht. Klar, es ist mal ganz nett, wenn jemand anders das Kostüm überstreift. Aber für mich gibt es nur einen wahren Batman und das ist Bruce Wayne. Hier wird auch die Story abgeschlossen, soweit ich gesehen habe, mit dem Blumenheini. Ich lese ja noch nicht aktuell New 52, aber blätter natürlich immer durch, informiere mich ein bisschen und das müsste der Abschluss der Story sein. 84 Seiten übrigens, kleines Überformat. Analog dazu, Superman 52, wo ich ehrlich sagen muss, das Cover geht sogar noch. Der Antagonist sieht ganz cool aus mit seiner hervorstehenden Maske. Das Geheimnis von Hoda Root. Allerdings habe ich mal durchgeblättert, ich kann es euch auch zeigen. Die Zeichnungen gefallen mir ehrlich gesagt nicht so. Es ist jetzt nicht grottenschlecht oder so, aber das ist irgendwie gar nicht mein Stil. Ja. Ich kann euch auch gar nicht wirklich beschreiben, warum. Es ist ganz merkwürdig, aber da gibt es deutlich bessere meiner Ansicht nach. Und mir gefällt auch nicht die Darstellung des Superman. Weiß ich nicht, das ist nicht meins. So langsam ist auch... Freue ich mich auf Rebirth, dass da mal ein frischer Wind reinkommt, auch in den Heftserien. Denn so langsam könnte ich mich mal wieder an der Nummer 1 von vielen Heftserien gewöhnen. Klar, das ist schön, wenn eine Heftserie lang läuft, aber irgendwann ist auch mal gut. Bei den US-Issues finde ich das anders. Da hatte das große Tradition, besonders was Batman und Detective Comics und sowas betrifft. Da hätte ich es gern unendlich weiter gehabt, zumindest bis zur Nummer 1000 bei Detective Comics. Allerdings in den deutschen Veröffentlichungen, ja, weiß ich nicht. Die letzten Superman haben mich so allein von der Aufmachung, von den Zeichnungen her zum Beispiel, alle gar nicht so angesprochen. Und also entweder muss da jetzt mal ein Wechsel im Kreativteam her, mal wieder, oder neue Serie, einfach damit wieder ein neues Log-Angebot da ist. Und yo. Aber wie gesagt, ich darf meine Klappe da nicht zu weit aufreißen. Ich bin ja New 52 in den Heftserien nicht wirklich drin. Und werde die erst später lesen. Dann auch, weiß ich gar nicht, das war auch eher ein Reflexkauf. Das war zusammen mit dem Aquaman sogar. Unter meinem Abo-Video, da wurde ich mal wieder gefragt, warum ich denn kein Indie lesen würde. Und an diesem Ding hier habe ich schon längere Zeit Interesse geäußert. Und deswegen habe ich es dann auch mal mitgenommen. Sandman 1, da werde ich jetzt auch erstmal nur die eins in meiner Sammlung stehen haben, beziehungsweise auch bald mal lesen, weil ich einfach mal einen neuen Einblick in das Genre bekommen will. Und ich denke, da bietet sich Sandman ganz gut, wobei ich auch schon gesehen habe, dass ich nicht ganz im Stich gelassen werde von meiner eigentlichen Liebe. Ich habe schon beim Durchblättern kleine Gastauftritte von der Justice League gesehen und daher bin ich mal gespannt, wie die das hier unter einen Hut bringen. Aber soweit ich weiß, kann man ja bei Neil Gaiman sowieso nichts falsch machen. Ich hatte letztens auch schon irgendwas von Neil Gaiman. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher, was. So, und zum guten Abschluss. Mal kein Comic. Und das habe ich auch schon etwas länger liegen, aber irgendwie noch nie in einer Shopping-Tour präsentiert. Also ich habe schon geshoppt in letzter Zeit, aber vor 4-5 Touren eigentlich. Und zwar ist das diese süße DVD. Green Lantern, The Animated Series. Leider Staffel 1 Teil 2 und ich habe Teil 1 auch noch nicht gesehen, also noch nicht im Angebot
Angebot gesehen bei eBay. Für das Ding hier habe ich auch nur 1 Euro bezahlt, was ziemlich cool ist. Ich habe die Animated Series leider noch nicht gesehen. Die lief zu unchristlichen Zeiten für arbeitende Menschen, beziehungsweise auch für Schulkinder lief die, glaube ich, zu unglücklichen Zeiten, beziehungsweise gerade so, dass sie zu Hause waren. Was ich gesehen habe, war allerdings ganz cool, hat mich definitiv interessiert, sah auch ganz gut aus. Man hat hier auch die verschiedenen Ringfarben schon eingebracht. Man hat den Anti-Monitor, wie man hier sieht. Der sieht ganz cool aus. Und ich bin wirklich gespannt. Ich warte auch da erstmal ab, bis ich Teil 1 habe, aber ich denke, die werde ich relativ schnell wegziehen. Und in dem Sinne verabschiedet sich Green Lantern, verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Shoppingtour. Bis dann!